einzigartiger, von existenzieller Bedeutung für unsere Zukunft ist. Ich habe nämlich in den vielen Jahren der Politik eines gelernt: Die Kraft zur Zukunft kann nicht der Staat verordnen. Zukunftskraft muss aus der Gesellschaft selbst herauskommen. Zukunftskraft kommt nämlich von den inneren Werten und Haltungen der Menschen. Wir reden heute in Europa, wie ich meine, viel zu viel über Zinssätze, Anleihen und Hilfsprogramme. Wir reden aber zu wenig über Europa als wertige Menschen. Ich bin überzeugt, trotz aller Zyklen, die wir immer in der Politik durchlaufen, natürlich auch die europäische Politik, Europa ist im Grunde eine große Chance für uns alle. Ich habe häufig gesagt, die europäische Integration ist aus meiner Sicht die genialste politische Idee der Nachkriegsgeschichte. Nicht mehr gegeneinander in die Schlacht zu ziehen, sondern miteinander in Konferenzen, und mögen sie auch noch so mühsam sein, Probleme zu lösen. Europa kann nur gelingen mit einem inneren geistig-kulturellen Zusammenhalt. Europa, darauf kann man nicht oft genug hinweisen, obwohl wir Bayern gerade ökonomisch von Europa sehr profitieren. Europa ist aber mehr als ein Wirtschaftsraum. Nur mit dem Wissen um unsere inneren Werte werden wir Europäer die Zukunft erobern und auch die Ärmel hochkrempeln. Europa hat nach meiner festen Überzeugung nur dann eine Zukunft, wenn sich die Europäer eben auch als Wertegemeinschaft verstehen. Wenn wir uns stark machen für ein Europa der inneren Werte, und ich sage